So, ja. Einmal Mission. Folge den Geräuschen. Ach, sehr gut. Kaiser. Oh, ist das Vater? Das muss er sein. Das muss Vater sein. Diese düstere Musik. Reiterdegen. Ein simpler Reiterdegen. Inschrift. Meinem Sohne, wenn er reiten kann. General Lothar von Schmidt. Oh, unser Vater ist General. Sohn! Du hast ihn dir nie verdient. Tja. Wenn man so besessen sein kann als Vater von seinem Beruf, als Soldat oder sonst was, ne, dass man wirklich seine Kinder nicht mehr liebt, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das, wie man so verbittert sein kann und dann sitzt man allein vor seinem Kamin. Naja. Herr Generaldirektor von Schmidt, wie Sie wissen, ist es uns nie gelungen, eine Methodik zur Behandlung Ihrer infantilen Paralyse zu entwickeln. Jedoch können wir dank dieser Forschung einen anderen Durchbruch vermelden. Nunmehr tritt die Poliomyelitis acuta anterior weltweit als Infektionskrankheit auf, was uns veranlasst, diese und ähnliche Erreger als Kampfmittel für den Kriegseinsatz zu empfehlen. Auf Ihr Geheiß hin werde ich das Kriegsministerium dahingehend kontaktieren und um Forschungsmittel bitten, die, wie Sie wissen, wir dringend benötigen. Hubert, stellvertretender Direktor. Jetzt wird es gleich noch giftig. Jetzt ist er weg. Ich wollte es gerade sagen. Weil man hier nicht mehr hin und links gucken kann, dann verschwindet er. Ja, mach die Tür auf. Nein, bleib auf. Guck mal, geh erstmal runter gucken, was hier so abgeht bei Vater. Oh. Dein Bruder hat dir als Kind erzählt, dies sei der Berliner Bär. Du hast ihm geglaubt. Immer geil, die Kindergeschichten und Storys. Sie ist warm. Der schwere, würzige Duft von Vaters Pfeifenrauch hängt immer noch in der Luft. Die Schrift mit dem Berliner Bär geht gar nicht mehr weg. Wie lange steht denn das jetzt hier? Ah, jetzt. Schön. Ja, gemütlich ist es ja schon. General Lothar von Schmidt. Götter sind wir. Aber das Feuer. Das Feuer. Weltenbrand. Der Tod. Der Götter. Unser Tod. Ein alter Reitersäbel, eine Gravur. Hier steht General Lothar von Schmidt. Ah, das ist also seiner. Und das ist dann unsere liebe Mutter. Katharina von Schmidt. Sie starb für ihren Sohn. Möge er beweisen, dass er es wert ist. Meine Großmutter, die starb für ihren Sohn. Okay. Katharina von Schmidt. 1842 bis 1859. Warte mal, Moment. 42 bis 59. 40 bis 1908. Okay, also war das Oma und Opa quasi.
28. Dezember 1916. Magdalena und ich wechseln kaum ein Wort. Ist es das Quecksilber? Nein, in ganz Berlin ist es still geworden. Alle leiden Hunger. Doch wenigstens habe ich Ruhe bei der Arbeit mit den Versuchstieren. Ich will meinen Beitrag zum Siege leisten. Ein Kampfmittel, das die Filter feindlicher Masken durchdringen wird. Ja, da haben sie noch viel mit Giftgas experimentiert früher. Das ist so richtig dreckig. Oktober 1917. Es ist alles vorbei. Alles. Hat da der Krieg geendet? 10. Oktober? Ich muss den Geräuschen folgen, okay. Ah, hier liegt der 13. Oktober 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel- und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Die Behandlung von ausgeprägter Hysterie, Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. 11. November 1918 war Erster Weltkrieg. Okay, gut, danke. Tja, die Geschichte mal ein bisschen besser aufgepasst. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfehle ich eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Das ist schon über 100 Jahre her, ne? Und dein Großvater hat das Krokodil selbst erlegt. Ich kann leider keine Taschenlampe anmachen. So weit sind wir noch nicht. Guck mal, was hier noch alles Geiles in dem Raum ist. Da liegt noch ein Zettel, der ist bestimmt wichtig. Postkarte, Trophäen. General von Schmidt, wir erlauben uns die Übersendung einiger Trophäen, die Ihnen bei Ihrer Genesung von Trophäenfieber während des sicher ungewohnten Berliner Winters helfen sollten. Neben den Elefantenstoßzähnen, die Sie für selbst sprechen sollten, schicken wir einen Fetisch aus dem westlichen Afrika. Ihr persönlicher Träger, mit dem Sie immer viel herumgescherzt haben, hat ihn uns für Sie gegeben. Sein Stamm glaubt, er würde Ihnen Kraft geben und Gesundheit. Primitive Aberglaube, sicher. Aber Sie sehen, der ganze afrikanische Kontinent steht hinter Ihnen. Oh, ich weiß nicht, ob der so gut... Eine seltsame Figur. Mit seinen Nägeln. Ich weiß nicht, ob das ein positives Geschenk ist oder ein negatives. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen deutschen Kaisers, Lothar von Schmidt. Windhoek, 1. Oktober 1904. Rede in Deutsch-Südwestafrika. General von Schmidts Zweiter Weltkrieg. Zweiter Sieg. Nicht Zweiter Weltkrieg. Da sind wir ein bisschen früh dran. General von Schmidts Zweiter Sieg in den deutschen Kolonien. Nach seiner Niederschlagung des Boxeraufstandes in China hat es General von Schmidt mit den Hottentotten aufgenommen. Nun kehrt auch in Afrika wieder Ruhe und Ordnung ein. Kritische Stimmen aus der preußischen Heimat bezeichnen das Vorgehen als unnötig hart. Vorgehen als unnötig hart. Art wahrscheinlich, ne? Nicht hat.
Dennoch herrscht Erleichterung über. Rest fehlt. Ah, Licht. Noch eine Taschenlampe. Ah, Krokodil. Doch folge den Geräuschen. Es sind keine Geräusche mehr da. Oh, warte doch, hier können wir rein jetzt. Das Gärtnern überlässt du anderen. Gerne. Hab nämlich keinen grünen Daumen. Mutter war immer da, wenn ihr zu nah am Brunnenrand gespielt habt. Nun hast du auf sie aufgepasst. Ah, ein Brunnen. Haben wir noch vorhin drüber geredet, ne? Als das Telefon ging. Sehr geil, ein Chemiebaukasten. Auf dem Etikett, auf dem Etikett steht Schwefelsäure. Ah, mischen wir uns jetzt das Senfgas zusammen. Bisschen Salz. Ah, okay, das müssen wir tatsächlich machen jetzt. Zur Erzeugung von Salzsäure. Mische unter Hitze Kochsalz und Schwefelsäure, bis es kocht. Kochsalz und Schwefelsäure, bis es kocht. Du hast die Erlösung in Händen. Den Schlüssel zu allem. Omega zwischen Rot und Blau. Das Gesicht der Statue sieht aus, als sei es weggefressen worden. Salzsäure... Wilhelmswasser. Und dann haben wir Panzerfresser. Ein Salzsäure, drei Wilhelmswasser. Okay, dann müssen wir erstmal hier Schwefelsäure, Salz. Chemikalien mischen. Drehe das Ventil, um die richtige Temperatur zu finden. Salzsäure. Du hast Salzsäure hergestellt. Das wissen wir auch, wie das geht. Ich komme hier nicht weg. Ah. Und die muss ich mal hier reinmachen. Ein Teil Salzsäure. Es ist leer. Wilhelmswasser. Was ist zur Hölle? Ist Wilhelmswasser? Hier kann ich nichts mehr machen. So, wo kriegen wir jetzt Wilhelm sein Wasser her? Bestimmt aus dem Brunnen. Ah, guck mal hier. Ah, ne. Der Generaldirektor von Schmidt. Die Erforschung und Produktion von Kampfmitteln haben unser Unternehmen endlich den lang erhofften Aufschwung gegeben. Wir haben die Zahl der für uns tätigen Chemikalien erhöht und weitere Fertigungsstellen eingerichtet. Ich denke, Ihr Herr Vater wäre sehr stolz gewesen, dass sich nun gerade der Dienst für den Sieg des Vaterlands also so lohnt, erweist. Grubert, stellvertretender Direktor. Wilhelmswasser ist ein Begriff, der in Deutschland und Österreich verwendet wird, um Wasser zu bezeichnen, das aus Tiefbrunnen gewonnen wird. Ah, also der Brunnen tatsächlich. Das Wasser ist in der Regel weicher als Oberflächenwasser, da es weniger Calcium und Magnesium enthält. Dadurch schmeckt es milder und hinterlässt weniger Kalkablagerung. Sieh an! Also doch das Brunnenwasser. Sehr geil, dankeschön. Da ist er auch schon. Nur wie kommen wir da jetzt dran, ne? Kann ich da irgendein...
Oder Sterbrunnen? Früher gab es eine Figur auf dem Springbrunnen. Ah, das ist bestimmt die, wo da hinten liegt. Wieder etwas gelernt. Der Wilhelmswasser. Mega. Jetzt können wir klug scheißen und dann wissen wir jetzt, hey, weißt du nicht, was Wilhelmswasser ist? Bist du für ein Loser? Jeder muss doch wissen, was Wilhelmswasser ist. Jetzt können wir richtig klug scheißen morgen auf der Arbeit. Komm mal her, Leute. Ich erzähl euch jetzt mal, was Wilhelmswasser ist. Dennoch brauchen wir das und ich... Ah, guck mal, hier ist... Ich kann hier nichts aufnehmen. Und hier ist die Statue. Die waren wir bestimmt auf dem Brunnen. Ich kann keinen Eimer mitnehmen. Ja, wir brauchen jetzt das Wasser. Und 3 Einheiten Wasser, 1 Einheit Salzsäure. Und wir brauchen erst das Wasser. Muss ja im Gewächshaus irgendwie, muss ich ja an den Brunnen kommen. Ich kann auch hier hoch, wie es scheint. Die Leiter kann ich nicht hoch machen oder mitnehmen. Wie komme ich hoch? Wie kann ich endlich in der Karriereleiter aufsteigen? Wie? Sagt's mal einer. Sag mal doch bitte jemand, wie ich das machen kann. Muss ich auch kein Wilhelmswasser mehr suchen. Ja, das ist aber schlecht. Habe ich das überhaupt als Mission? Oh, Nittelchen Checkpoint, machen wir hier. Finde die Lösung von Karl. Hier plus 3 gleich Karl. Da haben wir die Lösung. Also, was müssen wir machen? Wie bekomme ich jetzt dieses Wilhelmswasser? Da hinten ist der Brunnen. Da sagt aber nur, hahaha, meine Mutter, heute passe ich auf sie auf. Die Mutter war immer da. Tja, schade. Wäre jetzt zu einfach gewesen. Wo bekomme ich dieses Wilhelmswasser her? Ich habe ja auch irgendwie sonst nichts hier, was ich andrücken kann. Es ist leer, ja, das wissen wir. Laut der Notiz an der Tafel ergeben sogenanntes Wilhelmswasser und Salzsäure im Verhältnis 3:1 gemischt einen Panzerfresser. Das haben wir gemacht. Die Erzeugung von Salzsäure. Das haben wir gemacht. Uns fehlt das Wilhelmswasser. Jetzt fixiere ich mich extrem auf den Brunnen. Oder steht es vielleicht einfach hier nebendran? Aber ich finde nichts. Ich finde nichts. Aber ich muss ja hier, es muss ja hier sein. Oder komme ich von da oben vielleicht noch rein? Im zweiten Stock. Komme ich da irgendwie hin? Ja, diese Tür sein. Ah, die ist zu. Und auch zu. Also hier kommt man nicht rein. Hier ist zu. Und hier geht's nur immer zurück. Oh, hier geht's auch noch hoch. Verschlossen. Dachbodenschlüssel benötigt. Was ist das?
Ah, nee, nee, nee. Ach so, ja. Hier kommen wir nur nochmal zurück. Hier kommen wir zurück. Hier wird man kein Wilhelmswasser finden, glaube ich. Beta, Beta, Delta. Ich glaube nicht, dass wir hier fündig werden mit diesem Wilhelmswasser. Das ist hier der ganze Bereich des Vaters hier quasi oder des Opas. Aber mir geht, ich weiß halt nicht, ne? Was mache ich falsch? Bestimmt simpel. Das steht irgendwo rum, ich hab's nur übersehen. Vielleicht hier irgendwo, vielleicht hat er das getrunken. Ich meine, es ist im Prinzip ist es ja Wasser. Aber hier sind wir generell wieder ganz unten. Wird ja wohl nicht am anderen Ende des Hauses versteckt sein. Das würde. Es wäre ein unnötiges Streckungselement. Vielleicht aber auch doch. Also wir gucken jetzt noch einmal ganz genau hier. Ah, er hat auch irgendwas am Brunnen gesagt von seiner Mutter. Vielleicht ist es doch im Zimmer der Mutter. Am Brunnen sagt er ja. Mutter war immer da, wenn ihr zu nah an dem Brunnenrand gespielt habt. Nun hast du auf sie aufgepasst. Ja, ist das Wasser vielleicht doch im Zimmer der Mutter? Hier ist sonst kein Brunnen oder irgendwo, wo ich Wasser jetzt abziehen könnte. Und da er sagt, Mutter war immer da, ist das jetzt meine letzte Hoffnung, das Wasser im Zimmer der Mutter zu finden. Das haben wir alles gelesen, ne? Ja. Guck mal vorhin. Mehrmals. Oh, es geht weiter. Bin da einen Weg, die Kette zu lösen. Ah, okay, Panzerfresser. Da muss die Salzsäure drauf. Das wissen wir ja schon mal. Da muss die Salzsäure drauf. Wir kommen nicht in den anderen Bereich des Hauses. Folglich auch nicht zur Mutter. Und wenn wir nicht zur Mutter kommen... Nee, ist zu. Muss das Rätsels Lösung hier sein. So einfach ist es. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie die Salzsäure machen. Eigentlich wussten wir ja noch gar nicht, dass wir Salzsäure brauchen. Nur mein innerer Monk hat direkt gesagt, ey, Horrorspiel, misch da so ein Salzsäure zusammen. Aber der Charakter selbst hat ja noch gar nicht gewusst. Ich kann aber hier nichts machen, ne? Also ich würde gern das Holz wegmachen, aber er erzählt mir immer nur von seiner Mutter. Hier ist doch sonst nichts. Ich kann nachher nichts mehr drücken. Du weißt nicht, wie du dieses Gerät benutzen sollst. Na ja, klar. Doch noch Wasser drin vielleicht hier? Sieht aus, als wäre es weggefressen worden. Na ja, gut. Es ist ja auch Ziel und Sinn und Zweck des Ganzen, was wir hier wollen. Aber mir fehlt das Wasser. Ich habe jetzt Salzsäure hergestellt und uns fehlt das Wasser. Einfach ein Glas Wasser. Da wäre uns schon geholfen. Und da ist es drin. In dem Brunnen.
Die Leiter, mit der kann ich auch nichts machen. Wo kriegen wir jetzt Brunnenwasser her? Außer aus dem Brunnen. Die sieht auch noch sehr gut aus, aber da kommt man nicht hin. Weil das ein unüberwindbares Hindernis. Hätte ich gedacht, vielleicht hier in der Ecke. Hier ist halt gar nichts. Jetzt weiß ich nicht mal, was suche ich überhaupt. Suche ich einen Eimer? Suche ich ein Glas? Suche ich irgendwas für die Brunnenabdeckung wegzumachen? Hier, Wasser. Und wir brauchen jetzt das Willemswasser. Wer hat das gemalt? Das kann nicht dein Bruder gewesen sein. Warum nicht? Ah, das sind die Viecher, die uns verfolgt haben in den Gräben. Ja, ja toll. Wo soll ich denn jetzt das Wasser herbekommen? Sehr schlecht. Jetzt fangst du mal an, dass wir hier 30 Runden lang im Kreis rennen. Auf der Suche nach etwas, was wir nicht wissen, wie es aussieht. Fehlt ein Horn. Ich weiß nicht, was da... Da können wir ein Horn dazu machen. Wenn wir das bekommen, merken wir uns mal vor, da kann man ein Horn reinsetzen. Die Pfeife. Sigma. Ah, ich kann das hier alles aufmachen. Irgendein Buch des Vaters. Das bringt dich nicht weiter. Omega. Ah, mit W. Vielleicht hier die Buchstaben. Gamma. Ich mache einfach mal alles jetzt auf. Du glaubst nicht, dass dieses Buch dir weiterhilft. Doch mal auf, bitte. Ah. Irgendein Buch deines Vaters. Ja, das doch, könnte doch halbwegs vielversprechend sein. Zieh. Glaubst nicht, dass dieses Buch dir weiterhilft. Vitrinenschlüssel. Aha. Der kleine Vitrinenschlüssel war in einem Tagebuch versteckt. 10. August 1917. Ich habe sie. Die Formel, die uns zum Sieg verhelfen wird. Eine Säure, die gegnerische Panzerwaffen zersetzen kann. Der Panzerfresser. Eisen und Stahl haben dieser Säure nichts entgegenzusetzen. Eine Waffe noch effektiver als unsere neuen Maskenbrecher-Kampfmittel. Die Formel liegt sicher im Tresor. Geschützt von dem Andenken an meinen Herrn Vater. Servus, Dauron! So, das hatte ich so viel Mist gemacht, das hatte ich immer nicht mitgekriegt. Was hat der Mann uns überhaupt erzählt? Eisen und Stahl, ja, das wissen wir ja, Salzsäure, die Formel, die sie uns zum Sieg wird, eine Säure, die gegen den Panzer bei liegt im Tresor, geschützt von dem Andenken meines alten Herrn und Vaters. Tresor, Andenken, Formel liegt im Tresor. Wir haben einen Schlüsselgrid, was ist das, Rucksack? Der kleine Vitrinenschlüssel war in einem Tagebuch versteckt. Der Vitrinenschlüssel für eine Vitrine. Welche Vitrine war abgesperrt?
Aber es ist so dunkel hier. Ja, wir sind im Jahre... Ich weiß gar nicht, in welchem Jahre sind wir. Es spielt im Ersten Weltkrieg oder kurz danach. Zwischenzeitlich haben wir Flashbacks zum Ersten Weltkrieg bei dem Spiel. Und wir spielen einen von zwei Söhnen. Und ich glaube, wir haben so dieses kriegsposttraumatische irgendwas. Ja, zwischendrin passiert richtig creepy, krasser Scheiß. So, wir brauchen die Vitrine. Welche Vitrine waren jetzt zu? Ah, hier! Hier ist das Horn. Horn einer Gazelle. Das nehmen wir für die Gazelle hier hinten. Und wir lesen mal 26. hier. 26. August 1906. Dankeschön! Genau das Wort. Ich hatte einen seltsamen Traum. Wie damals habe ich Vater zu meinem 32. Geburtstag in Afrika besucht. Wie damals habe ich die Gazelle geschossen. Ich weiß noch, wie anerkennend. Komm, ich mache nochmal einen auf NPC. Genickt hat. Meine erste und einzige weite Reise. In meinem Traum aber war ich plötzlich wieder Kind. Mein Bein war nicht steif und krank. Endlich konnte ich mit Vater reiten. Wir sind quer über die ganze Welt geritten. Von Afrika bis China, bis nach Amerika. Er war stolz auf mich. Wie oft erzählte er mir, dass Mann und Pferd im Kampfe zu einer Einheit verschmelzen müssen. Doch ich konnte nie mit Vater reiten. Nie konnte ich es lernen. Oh Gott, Alter. Yeah! Wenn ich selbst nur an die Front ziehen könnte. Was geht ab, Raiders? Herzlich willkommen!